Ja, genau so. Leichte Entspannung. Wir müssen das in alle Richtungen einordnen. Einmal wissen wir alle, dass trotz diesem Sieg wir noch ganz schwere Wochen und Monate vor uns haben. Ganz klar, das ist eine Seite. Andererseits müssen wir aber auch wissen, dass wir etwas mehr wie ein Drittel der Saison hinter uns haben, auch noch genügend Möglichkeiten haben, den schlechten Start aufzumerzen. Also in beide Richtungen müssen wir gucken, wenn wir vernünftig mit dem Thema umgehen. Ich bin deshalb sicher, erstmal, weil er an den Kader glaubt. Er hat keine einzigen unserer Spieler, die wir jetzt hier haben, in Frage gestellt. Also es hat ganz neue Umwälzungen brauchen wegen ihm. Das Zweite, er arbeitet ruhig und sachlich mit einer bayerischen Urruhe, die wir gerade auch nötig haben, auch in der Mannschaft nötig haben. Natürlich ganz klar ist, weil der Start natürlich nicht gerade so richtig vorsichtig ausgeübt, richtig gut war. Und das Dritte ist auch, dass man sieht, die Mannschaft bekommt wieder Stabilität von hinten raus, also die Abwehr steht. Im Angriff, wissen wir, haben wir noch Luft nach oben, vor allem aber auch im Mittelfeld. Aber ich glaube, da arbeitet man dran. Spiel für Spiel erkennt man durchaus in Ansätzen und am Samstag durchaus im ganzen Spiel, dass die Mannschaft sich weiterentwickelt hat. Und das ist das, was mich so optimistisch stimmt. Und das Zweite, was mich optimistisch stimmt, ist, dass die Mannschaft ganz klar den Kampf gegen Abstieg angenommen hat. Sie weiß, um was es geht. Und das Auftreten der Mannschaft ist eben auch eine Handschrift des Trainers, dass die wirklich kratzen und beißen und sich tun, alles tun, um sich zu wehren, um eben sicherzustellen, dass wir auch in der nächsten Saison in der ersten Liga spielen. Also nicht mehr sind wir handlungsfähig, sowohl wirtschaftlich als auch in der Kaderplanung. Das ist das Allerwichtigste. Aber wichtig ist vor allem, wir vertrauen dem Kader, den wir heute haben. Aber selbstverständlich wissen wir auch, dass auch aufgrund der Verletzungen wir möglicherweise nachbessern müssen, den Kader weiterentwickeln müssen. Da werden wir in den nächsten Wochen und Monate, ja, wir haben bis Ende Januar ja Zeit für die Entwicklung des Kaders, die entsprechenden Entscheidungen treffen. Aber wir arbeiten ja an der Kaderweiterentwicklung vom ersten Tag der Saison an, unabhängig von der aktuellen schlechten Tabellensituation. Deswegen sind wir dabei und wir haben genügend Mittel zur Verfügung in alle Richtungen, um dort den Kader zu verstärken, wo es notwendig ist. Zunächst mal ist ja klar, es gibt nichts Schöneres, gegen Bayern zu gewinnen. Und manchmal tun wir es ja auch. Und wir hatten ja auch jetzt schon letztes Jahr ein schönes Erlebnis. Das freuen wir uns natürlich drüber. Gleichwohl wissen wir, Bayern spielt in der wirtschaftlichen Substanz im Kader in allem momentan in einer anderen Liga. Und da sind wir weit davon weg, die in irgendeiner Form den Kampf aufzurufen. Auf der anderen Seite wissen wir aber auch, dass wir in der Lage sind, uns dahin zu entwickeln. Aber das dauert. Wir haben ja einen 5-Jahres-Plan, da haben wir noch 3 Jahre vor uns gesagt, wir wollen unter die ersten 6 kommen. Der ersten Liga, Bayern ist dann vielleicht Nummer 1 oder auch Nummer 2, keine Ahnung, ist auch relativ unwichtig. Und auch zwischen dem 6. Platz und dem 1. ist nochmal ein großes Delta. Aber wir wollen dahin. Und Bayern hat ja auch vor einigen Jahren schon vorgemacht, dass man sehr wohl in dem Zusammenspiel von Tradition und Kommerz erfolgreich sein kann. Und da wollen wir auch hin. Ja, es ist sau schwer. Ich glaube schon, dass es Bayern wieder wird, auch wenn es momentan vielleicht etwas, man in Frage stellen kann aufgrund der Tabellensituation. Aber wissen Sie, ich glaube, die wurden schon öfter für tot erklärt und am Ende waren sie wieder vorne. Vor einigen Wochen hieß es noch, die Frage stellt sich ja nur, wenn sie bereits Meister werden. Jetzt fragt man sich, wann wird Dortmund Meister oder ein anderer, keine Ahnung. Aber ich glaube schon, dass die, wenn sie jetzt ihre Durststrecke hinter sich schon haben, vielleicht Dortmund die erst noch vor sich hat, aber ich bin da relativ offen, mir geht es um was ganz anderes. Wir wollen souverän die Liga halten. Das hat für mich oberste Priorität und die Frage, wer Meister wird, beschäftigt mich momentan, wenn ich ganz ehrlich bin, nur in der zweiten Linie. Ja, ich wünsche mir, dass wir so viele Punkte haben wie letztes Jahr. Das wären 17. Wir haben letztes Jahr 17 Punkte gehabt. Wir hatten bereits allerdings nach 13 Spieltagen auch schon 17. Dann kam aber unsere Durststrecke. Da wollen wir wieder hin. Aber mindestens 15 wollen wir schon haben und daran arbeiten wir.